Du hast Hüftschmerzen, dir fällt das Laufen schwer, das Sitzen fällt dir schwer, dauernd tut diese blöde Hüfte weh. Es ist wichtig zu verstehen, woher das kommt, weil dann bist du motiviert, was dagegen zu tun. Jetzt möchte ich erstmal, dass du verstehst, worum es geht. Schau, das ist das Hüftgelenk. Hat eine große Kugel, eine große Gelenkkugel und eine ebenso große Pfanne und freie Beweglichkeit in alle Richtungen eigentlich. Nur die nach hinten ist ein bisschen durch Bänder eingeschränkt. Und das musst du dir vorstellen. Da hinten hängen die ganz dicken, großen Gesäßmuskeln. Von vorne kommt der Hüftbeuger, auch ein ganz, ganz starker Muskel. Dann die Adduktoren, die das Bein ranziehen. Die machen die ganze Oberschenkelinnenseite aus. So gewaltig sind die. Und hier außen nochmal Muskeln, die stabilisieren. Und wenn all diese Muskeln immer mehr verkürzen, warum verkürzen sie? Weil sie zu wenig in die Winkel gebracht werden. Weil du musst dir immer überlegen, die Muskeln hinten können nur ihre Länge behalten, wenn das Bein möglichst weit nach vorne gebracht wird. Und ebenso können die Muskeln innen nur flexibel bleiben, wenn das Bein nochmal nach außen gebracht wird. Und wenn diese ganzen Bewegungen fehlen, die werden ja im Alltag kaum noch gemacht. Wir sitzen, wir stehen, wir liegen. Und was passiert noch? Nicht mehr viel. Und wenn das immer mehr verkürzt, nimmt die Spannung zu. Und all das passiert nur wegen den fehlenden Bewegungswinkeln, die wir nicht mehr ausüben, und wegen der zu großen Spannung. Und das lösen wir jetzt auf. René zeigt euch die Übung und ich erkläre sie. René, und schon ist er da. Schön, dass du da bist. Hi Rollo. Hallo Freunde. Und es geht los mit der ersten Übung, weil worum geht's? Wir wollen vorne frei machen, innen frei machen, außen frei machen und hinten frei machen. Und dafür machen wir jetzt einfach die Übung. Wir fangen vorne an. René, du stehst schulterbreit und jetzt gehst du bitte mit deinem rechten Fuß einen halben Schritt zurück. Jawohl. Und leg mal auf dein rechtes Gesäß deine rechte Hand, dass du die Kontrolle praktisch hast, dass du merkst, wie bewegt sich das hier. Und jetzt ziehst du deinen Bauchnabel ein. Versuch mal so zu tun, als ob du das einziehen könntest. Okay, kleiner Spaß muss sein. Und jetzt schiebst du praktisch deine rechte Leiste nach vorne. Indem ich mein Gesäß nach vorne drücke. Jawohl. Und zieh den Bauchnabel ein, zieh ihn ein, damit du praktisch in der Leiste überstreckst. Jetzt müsste es an der Leiste, an der Innenseite anfangen zu ziehen. Am Oberschenkel hier. Ganz genau. Und jetzt zieht nämlich bei René der rechte Hüftbeuger. Und das steigerst du jetzt einfach 2 Minuten, 2,5 Minuten, immer mehr. Du hältst den Schmerz, der hier in der Leiste ist, immer in dem gerade noch gut erträglichen Maß. Ja, dass du also nicht gegenverspannen musst, dass es nicht zu wenig Spaß macht. Es muss noch Spaß machen. Machst du noch Spaß? Ja, also, ja, gerade so. Spaßigere Dinge gemacht. Aber. Gut, gut. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Okay, das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Stell dich nochmal gerade. Weil wir haben jetzt den Hüftbeuger, der einmal hier an der Seite nach innen verläuft und dann auf der anderen Seite genauso, haben wir bisher nur rechts aufgedehnt. Jetzt dehnen wir den links auf. Das heißt, mit dem linken Fuß halben Schritt zurück. Genau, kontrolliere dein Gesäß. Aber dann kommt erst, bevor du nach hinten gehst, der Bauchnabel rein. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil wenn du nicht den Bauchnabel nach hinten ziehst, dann knickst du normalerweise mehr oberhalb des Beckens ab. Da hat aber deine Hüfte nichts davon. Du musst deine Hüfte nach hinten abknicken, also überstrecken. Und deswegen Bauchnabel rein und dann erst nach hinten gehen. Und dann merkst du auch direkt, wie es in der linken Leiste zieht. Okay? Bauchnabel noch mehr rein. Oh. Zieh mal den Bauch ein. Zieh mal den Bauch einfach ein. Dann merkst du, es zieht direkt mehr. Also geh wieder ein bisschen hoch und zieh ihn jetzt ein. Ja, aber dein Gesicht ist eigentlich schon zu angestrengt. Ich bin gequält, ja. Du hast recht. Ja, gequält ist gut, aber es muss ein Lächeln möglich sein. Lächel mich mal an. Nein, es geht nicht, Roland. Dann ist zu viel. Sehr gut, dass du das mal so mitkriegst beim René. Das war zu viel. Jetzt geh mal nur so weit rein, wie du noch gerade echt lächeln kannst. Nicht künstlich grinsen, okay. Echt lächeln. Herzlich lächeln. Ja. Das geht noch. Das ist genau die Dosis, die richtig ist. Und dann langsam wieder raus. Bei der nächsten Übung machen wir das mit beiden Seiten zusammen. Das bedeutet, stell dich vor eine Wand, etwa einen halben Schritt Abstand, nimm beide Hände etwas über der Schulter gegen die Wand und jetzt erstmal wieder den Bauchnabel einziehen. Bauchnabel, nee, das ist genau das andere, weil Hohlkreuz raus. Geh mal aus dem Hohlkreuz raus, indem du den Bauchnabel einziehst. Stopp, Hohlkreuz raus, indem ich den Bauchnabel einziehe. Wie soll das gehen? Ja, so, jetzt hast du es. Ah, ja? Okay. Also normalerweise, wenn der Bauchnabel eingezogen wird,
dann reagiert der Körper direkt mit einem Geradestellen der Hüfte. Und das brauchen wir, damit die Hüfte gut überstreckt werden kann, ohne dass sie im Rücken überstreckt wird. Ja? Also nochmal, zieh den Bauchnabel ein und jetzt schieb die Leisten vor und zieh den Bauchnabel zurück. Also geh jetzt praktisch statt oberhalb des Bauchnabels mit dem Bauchnabel zurück. Das ist auch ein hartes Konzentrationstraining, ja? Ja, ja. Aber das lohnt sich, das zu üben. Und jetzt müsstest du auf beiden Seiten das auslösen können. Aber Achtung, so wie du guckst, ist schon wieder zu anstrengend. Muss ein bisschen weniger sein. Gerade so, immer mal gequält lächeln. Noch geht's bisschen, noch? Lächeln mich gequält an. Ja. Ja, perfekt. Okay. So ist wunderbar. Ja? Und jetzt müsstest du, sag mal selbst, das gleiche ziehen, was du vorher immer nur auf einer Seite hattest. Jetzt auf beiden Seiten. Ganz genau. Ja, also das heißt, die ist ein bisschen zeitsparend, aber anstrengender, weil du mit voller Konzentration beide Seiten ansteuern musst. Und 2 Minuten muss ich bleiben? 2 bis 2,5 Minuten. Und zwar nicht nur bleiben, sondern immer steigern. Und zwar so steigern, dass man es gerade noch gut ertragen kann. Okay? Und langsam wieder rausgehen. Und ein bisschen frei machen, ein bisschen bewegen. Für die nächste Übung gehst du bitte auf den Boden, am besten auf eine Matte. Wenn ihr geht mal auf alle Viere bitte. Okay. Und jetzt erstmal die Hüftansteuerung, die Beckenansteuerung lernen. Mach mal hier einen runden Rücken. Rund, jawohl. Und dann geh mal ins Gegenteil, Hohlkreuz. Und nochmal rund. Und es bleibt rund. Geh mit den Händen ein bisschen weiter nach vorne. Zieh deinen Bauchnabel ein. Komm nach vorne und lass das Becken immer weiter durchhängen. Aber bleibe in dieser Position des Beckens. Nee, nicht aufgeben. Zieh den Bauchnabel ein. Jawohl. Und jetzt gehst du mit eingezogenem. Jetzt hast es. Ah ja. Jetzt hast es. Ah ja. Leisten voran. Bauchnabel zurück. Bauchnabel zurück. Leisten voran. Das ist gar nicht einfach. Aber diese Ansteuerung, alleine diese Ansteuerung zu lernen, ist super, super wertvoll für deine Rücken- und Hüftgesundheit. Ja, aber jetzt kommst du wieder ins Hohlkreuz. Geh aus dem Hohlkreuz raus. Die Leisten nach vorne. Nein, Arme bleiben gestreckt. Nur die Leisten nach vorne. Zieh den Bauch ein. Zieh den Bauch ein. Ich kann nicht mehr einziehen, Roland. Zieh ihn mehr ein, so weit wie möglich. So weit wie möglich. Und lass dich immer weiter nach unten. Es muss in den Leisten ziehen. Es zieht auch im Bauch und in den Leisten. Okay, dann ist auch der Bauch zu kurz. Das ist oft noch eine Nebenerscheinung. Aber das ist gut, das rauszutrainieren. Arme bleiben ganz gestreckt. Du lässt dich immer weiter durchsinken. Ja, immer weiter mit den Leisten nach unten. Hier oben halten, genau. Und nach unten durchsinken. Auch das 2 bis 2,5 Minuten steigern. Und langsam wieder rauskommen. Aber direkt so bleiben. Nur kurze Erholung, weil man es kann, wenn man es nicht geübt ist, nicht zu lange halten. Okay? Und jetzt nochmal das Gleiche. Aber jetzt machen wir eine Änderung noch rein. Du gehst wieder genauso in den runden Rücken, halte ihn rund und lass die Leisten voran nach unten sinken wieder. Nein, die Arme bleiben gestreckt. Nur die Leisten, ganz gestreckt die Arme. Arme ganz gestreckt lassen. Ich habe keinen runden Rücken mehr jetzt. Ja, aber so rund wie möglich halt. Ja? Okay. Und lass dich runter. Jetzt wird es schon wesentlich besser. Ja, aber die Arme bleiben gestreckt. Die Arme bleiben gestreckt. So, und jetzt, wenn du am tiefsten Punkt bist, legst du dein rechtes Knie raus und kommst mit deinem Fuß zum linken Knie an die Innenseite. Jawohl. Und jetzt merkst du, René, es zieht anders, gell? Ja, aber das ist auch okay. Ja, natürlich, natürlich und auch nötig, weil das ist jetzt der andere Anteil oder ein anderer Anteil des Hüftbeugers, an dem wir ja arbeiten müssen, weil da die ganzen Hüftschmerzen von der Frontseite gesehen ihren Ursprung nehmen, ja? Auch 2 bis 2,5 Minuten. Und das Gleiche auf der anderen Seite. Dann machst du das Bein, das rechte wieder gerade, legst das andere einfach raus. Ja, und immer mit dem Fuß an das andere Knie, genau, und lässt sich so durchhängen. Und die Arme sind voll gestreckt. Muss ich gucken, dass ich nicht irgendwie schief bin dann, ne? Ja, aber komm jetzt nicht so drauf an. Bleib einfach hier gerade, richte dich an der vorderen Mattenlinie aus, dann ist alles gut. Okay. Okay, das ist die andere Position. Die nächste Übung, die wir jetzt machen, beginnst du auch im Vierfüßlerstand, aber dann gehst du auf die Seite. René, stütz dich mal bitte auf die linke Seite. Jawohl. Und jetzt nimm das Bein ein bisschen nach vorne, das rechte, und leg das Knie direkt am Boden ab. Dreh dich hier gerade. Jetzt ist diese Linie parallel zum vorderen Mattenrand.
Und hier die Hüfte halb schräg. Wenn du das machst, dann zieht das etwas anders. Mehr hier so über die vordere Hüfte. Nicht so sehr wie eben bei der anderen Übung. Also eine andere Linie, die da jetzt praktisch gedehnt wird. Und das machst du ebenso 2,5 Minuten und auf der anderen Seite. Dazu drehst du einfach um. Bleib ruhig so und dreh dich einfach auf die andere Seite. Jawohl. Dann können es die Zuschauer von hinten sehen praktisch. Oh, das ist gut. Ja. Hier gerade, da schräg, genau. Und da merkst du ein vergleichbares Gefühl wahrscheinlich auf der anderen Seite, gell? Wobei ich sagen muss, dass es hier leichter fällt. Da könnte ich noch weiter runter jetzt machen. Aber daran kannst du sehen, das ist oft so. Achte auch bei dir zu Hause drauf, weil in dem Moment, wo das ungleich zieht, hängt es oft damit zusammen, dass Verkürzungen auch ungleich sind. Und dann müsste man die Seite, wo es mehr zieht, öfter und intensiver machen als die, wo es weniger zieht. Aber heißt damit das, sich es wieder ausgleicht. Heißt das, ich habe falsch trainiert? Nö, das heißt aber, du hast so gelebt, wie du gelebt hast. Das ist uns völlig egal. Ja, ich sage das absichtlich jetzt so, weil ihr kennt vielleicht die Hinweise, bewege dich nur so. Wenn du aufstehst, dreh dich auf die Seite, steh dann erst auf. Wenn du was trägst, lass den Rücken gerade und gehe praktisch nur in den Beinen runter. Solche Bewegungsvorschriften, ja, davon halten wir überhaupt nichts, weil alle Bewegungen sind gut, nur vielleicht ungewohnt. Und deswegen machen wir den Körper für alle Bewegungen wieder fit, dass du dich so bewegen kannst, wie du möchtest. 2 Minuten sind um. Okay. Das waren jetzt alles Übungen, die die Front geöffnet haben. Jetzt öffnen wir die Seite. Ja? René, geh mal in die seitliche Position. Genau. Und stell deinen Fuß vielleicht ein bisschen weiter darüber. Wenn du das nicht kannst, dich auf der Seite so abstützen, ist eine Frage der Armkraft, der Schulterstabilisierung. Dann leg dich einfach mit dem Unterarm aufgestützt auf die Couch oder auf einen Sessel oder auf einen Stuhl, ja? Damit du das nicht alles halten musst. Wenn du es halten musst, ist es besser. Oder wenn du es halten kannst, ist es besser. Wie René das macht, ist wunderbar. Was du jetzt machen musst, weil viele Menschen kommen so nicht in die Dehnung rein. Martin, komm ein bisschen hier rüber von der Seite. Jetzt musst du mal testen, wenn du dein Knie dorthin bewegst, dann dreht sich die Hüfte, merkst du? Nicht runter das Knie, dorthin. Ah. Jawohl. Dann dreht sich die Hüfte. Ja. Komm mal zurück mit dem Knie. Jetzt dreht sich die Hüfte wieder raus. Ja. Jetzt such mal die Stellung der Hüfte, wo es am meisten in die Seite reinzieht. Wenn ich jetzt weiter nach hinten gehe oder nach vorne? Also nach hinten geht eher auch. Nicht, eher nach vorne. Da müsste jetzt mehr kommen. Aber da kann ich noch. Jetzt schon. Ja. Jetzt wird es schon eng, gell? Ja, aber hier... Ich denke, normalerweise, also für dich jetzt zu Hause, wenn die Hüfte so ganz leicht nach vorne gedreht ist, ist meistens die größte Spannung zu spüren. Und du müsstest auch vielleicht dich rausheben mehr aus der Schulter, dass damit du mit der Hüfte vom Boden wegkommst, ja, damit du da schwebst. Da hast du nämlich mehr Dehnung drauf. Ne, damit du hier einen Abstand hast, ja, zwischen der Hüfte und dem Boden. Muss ich mit meinem vorderen Fuß denn auch draufbleiben? Also, oder darf ich so ein bisschen abheben? Du darfst ein bisschen abheben, okay. Das ist kein Thema. So wie es sich gut anfühlt. Das Einzige, was wichtig ist, dass es an der Seite hier reinzieht, seitlich des Beckens und Seite vom und die Körperseite halt. Ja, da sollte die Dehnung sein. Natürlich machst du das am besten immer auf beiden Seiten, zur Vorbeugung oder auch, wenn du dich überhaupt beweglicher machen willst. Nur wenn du ganz gezielt gegen einen bestimmten Schmerz arbeiten willst, da wird es natürlich auch auf der einen Seite lang. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass beide Hüften ungefähr gleich schlecht drauf sind, sodass es niemals ein Fehler sein kann, die Zeit zu investieren und beide Seiten zu machen. Das, was wir eben gemacht haben, unten am Boden mit dem Abstützen, ist für einige vielleicht ein bisschen beschwerlich. Das machen wir jetzt im Stehen. Ja, im Stehen ist es viel leichter, aber du brauchst dein Gleichgewicht. René, stell dich mal schulterbreit und jetzt gehe mit dem rechten Fuß hinter deinem linken Fuß vorbei nach links. Jawohl, bleib genauso stehen. Gerade Beine. Gerade Beine. Und jetzt nimm deinen rechten Arm nach oben, beuge ihn ein bisschen und schiebe dein Becken nach rechts heraus. Und den Rumpf nach links. Du kannst hier mit dem Arm schön ziehen und dann merkst du die gleiche Dehnung an der Seite. Wenn du merkst, die Dehnung ist noch nicht voll da, dann dreh dein Becken ein bisschen und guck, in welchem Drehwinkel, in welchem Rotationswinkel
du am meisten Spannung hier seitlich fühlst. Ja, aber so ist gut. Bei mir knackt und kracht's, Roland, im ganzen Körper. Das ist wunderbar. Wir sagen immer, solange es knackt, hält's. Ja, weil knacken heißt, da bewegt sich noch was. Wenn es gar nicht knackt, kann es sehr, sehr gut sein oder auch sehr, sehr schlecht. Also knacken ist immer die Grenze, da kann man dran arbeiten. Ja? Und das Gleiche machen wir zur anderen Seite auch immer 2 bis 2,5 Minuten. Und dann in dieser Zeit steigern. Du kannst, René macht das jetzt ohne Festhalten, du kannst, wenn du unsicher bist im Stand, den Stuhl hinstellen, dich vor einen Schrank stellen oder vor eine Fensterbank und kannst dich mit den Händen stabilisieren oder mit einer Hand, damit du für die andere Hand noch Platz hast, um dich da rüber zu ziehen. Jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Linken Fuß übersetzen, nach rechts, linker Arm hoch, aber so beugen. Jetzt kannst du axial hier ziehen, merkst du? Und da hast du richtig Power drin, Dehnungspower. Ah, die geht schon ins Eingemachte, die Übung, gell? Ja, ist auch nicht so einfach, aber es zählt wie immer die Übung. Ja? Wenn man die ein paar Mal macht, dann klappt das immer besser. Und auch wieder hier die Dehnung jetzt auslösen, beziehungsweise hier in diesem Bereich die Dehnung auslösen. Roland, sogar hier bei mir oben spannst bis hier hoch. Das ist auch wunderbar. Ja? Hat zwar jetzt nichts mit der Hüfte zu tun, das hat dann eher was mit Rückenproblemen zu tun. Das, was mit der Hüfte zu tun hat, das ist das Spannen, was hier seitlich am Becken passiert. Jetzt geht's weiter mit der Spannung von hinten. Wir haben jetzt vorne frei gemacht, außen frei gemacht, jetzt machen wir hinten frei. Und da gibt's eine ultimative Übung sozusagen auf dem Stuhl. Bitte leg mal dein rechtes Bein über das linke. Nee, nicht so, als wolltest du dich bequem ausruhen, sondern so, als wolltest du arbeiten und eine Übung machen. Hol schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Jawohl, dass ein bisschen Platz da ist. Und jetzt legst du deinen rechten Ellbogen auf dein Knie. Drückst dein Knie hier runter. Oh Gott, ja. Mhm. Und machst deinen Rücken ganz gerade. Ziehst den Bauchnabel ein und kommst mit dem Bauchnabel nach vorne. Nur mit dem Bauchnabel nach vorne. Und sag, wo es dir jetzt zieht. Überall. Überall. Mach's ein bisschen genauer. Hier neben Hüfte. Hüfte. Oben Hintern. Hintern, genau. Da wollen wir hin. Hintern ist der Hinten. Nee. Gesäß. Der Hintern ist hinter, so. Und das Gesäß, egal. Ja, da wollen wir dran. Genau an diese Spannungen, die von hinten alles festzurren ohne Ende. Und deine Hüfte leidet und macht Schmerzen. Und der Schleimbeutel erst recht. Ja? Auch wieder 2 bis 2,5 Minuten steigern. Immer an dieser Grenze bleiben, die du gerade noch gut aushalten kannst. Und das Gleiche auf der anderen Seite, René. Wollen dich ja nicht ungleich nach Hause laufen lassen. Es wird nicht besser, ich sag's dir. Okay. Rücken gerade, Bauchnabel ansteuern und nur der Bauchnabel will jetzt nach vorne. Und dann merkst du, es kommt wieder direkt in die Hüfte rein. Kann ich so ein bisschen ziehen an meinem anderen? Du kannst da ziehen, aber Achtung, weil wenn du ziehst, kann es sein, dass dein Rumpf sich beugt. Und alles, was der Rumpf sich beugt, ist verlorene Dehnungsbewegung. Der Rumpf muss gerade bleiben und nur der Bauchnabel will nach vorne. Ja, du beugst schon wieder hier. Ja, nur der Bauchnabel. Dann merkst du, da geht die Kraft direkt hinten aufs Gesäß und das macht richtig frei. Oh. Ja, du wirst hinterher fast schon schweben. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für dich, nämlich eine Übung ähnlich wie die auf dem Stuhl, aber für beide Seiten gleichzeitig und mit ein bisschen anderen Fasern, die angesprochen werden. Bitte rutsch mal ein bisschen weiter nach vorne. Noch ein bisschen. Okay, und jetzt leg mal dein rechtes Bein, deinen rechten Unterschenkel unter dein linkes Knie. Jawohl. Richte den Unterschenkel so aus, dass er vorne parallel zur Matte ist. Und jetzt heb dich so nach rechts, dass du einen 90-Grad-Winkel ins Knie bekommst. Heb dich so nach rechts, dass du... Jawohl, ja, okay. Jawohl. So ist gut. Hier müssen jetzt 90 Grad sein, rechter Winkel. Hammer. Und jetzt schwenk dein linkes Bein nach außen hinten. Oh shit, jetzt komm. Ja, aber richtig nach hinten gehen. Richtig nach hinten gehen. Und da siehst du, da bist du wahnsinnig ungelenk. Der René ist nämlich richtig gelenkig teilweise an bestimmten Körperpartien. Aber hier hakt's total. Was hakt hier? Der Hüftbeuger hakt. Der müsste normalerweise, beschwer dich. Beschwert. Beschwer. Ja, der müsste nämlich viel, viel weiter hier rumkommen. Ja, kommt er noch nicht, aber wenn er es regelmäßig macht, was du ab heute bitte tust, René, ja, dann wird es immer besser. So, bleib mal aufrechter. Oh Gott.
Und was du machen musst jetzt, du musst immer mehr versuchen, den linken Hüftstachel in Richtung des rechten Fersenbeins zu bekommen. Was ist denn der Hüftstachel? Hier, die Stelle. Die muss dort rüber. Ist zu viel, gell? Das ist zu viel, ja. Ja, dann geh wieder raus, dass es nicht zu viel ist. So geht's wieder? Ja. Okay. Und hier musst du eigentlich unten sitzen. Ach so. Ah, auch ja. Ja, also du merkst schon, René ist da nicht so richtig gedehnt. Aber es kann sein, dass es dir genauso geht oder sogar noch schlimmer bei dir ist. Aber mach dir keinen Kopf, darum geht's nicht. Wir machen keinen Dehnungswettbewerb. Es geht darum, dass du an deinem Punkt, wo es eng ist, Weite reinbringst. Und je mehr du Weite reinbringst, desto mehr schmilzt der Schmerz und deine Schleimbeutelentzündung. Ja, weil das ist die Ursache davon. Und du hast wahrscheinlich schon geahnt, natürlich machen wir das auch auf der anderen Seite. René leidet für dich, ja, auch wieder rechter Winkel, das andere Bein möglichst weit nach hinten. Was ich eben bei der anderen Seite nicht gesagt habe, du solltest versuchen, gib gleich laut, wenn es dir zu anstrengend ist, das Bein auf so zu drehen, dass der Fuß Rücken auflegt. Weil das bringt praktisch dein Becken da in der Richtung nach vorne. Aber da merkst du schon, da fehlt es total, gell? Also der René muss, wie du vielleicht zu Hause auch, diese Übung ganz, ganz häufig machen, weil dann ist die Hüfte richtig befreit. Das ist die Hüftbefreiungsübung. Und bei der nächsten Übung setzt René sich nicht auf den Stuhl, was er schon machen wollte, sondern stell dich bitte hinter den Stuhl. Oh nein, ist auch furchtbares. Stell dich hinter den Stuhl und erstmal jetzt wieder Bauchnabel einziehen, Hüfte gerade stellen. Total wichtig bei der ersten Ausführung. Und jetzt gehst du immer weiter mit kleinen Umsetzschrittchen auseinander. Genau. Aber nicht nach vorne gehen, sondern lass die Hüfte gerade. Bleib ganz gerade. Ja. Und geh immer weiter auseinander. Ganz genau. Das ist die Übung. Ja, du bleibst mit der Hüfte. Na, du bist schon wieder zu sehr im Hohlkreuz. Versuch mal, den Bauchnabel reinzunehmen. Dann merkst du, es zieht gleich mehr. Ja, also geh nur so weit runter, wie du es aushalten kannst, mit eingezogenem Bauch und wenig im Hohlkreuz seiend. Ja, weil das brauchen wir von der Belastung her. 2 bis 2,5 Minuten steigern und langsam wieder raus. Genau, wieder umsetzen. Und dann machen wir das Gleiche, bleib vielleicht mal direkt so stehen. Das Gleiche, aber diesmal mit 90 Grad abgeknicktem Hüftgelenk. Ja, das heißt, so aufgestützt und jetzt auch wieder breit auseinander gehen. Und du merkst, es fühlt sich anders an. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass bei dem gerade gestellten oft der Hüftbeuger, der so kurz ist, dass er da auch schon praktisch gedehnt wird. Aber der Hüftbeuger ist jetzt draußen. Jetzt geht's nur auf die Adduktoren, also nur auf die innere Seite. Also die Übung gerade stehend und Beine auseinander ist für Hüftbeuger und Adduktoren, je nachdem, was da kurz ist. Und die ist nur für die Adduktoren und das war die Innenseite. Jetzt haben wir alle 4 Richtungen freigemacht. Und wenn du das regelmäßig machst, mit den Übungen, die dir da am besten taugen, wo du am besten mit klarkommst, wirst du dich wundern, was mit deiner Hüfte passiert. Gibst du noch was mit auf den Weg? Ich sag mal, ich habe noch viel zu tun. Ich denke genauso wie ihr auch. Danke, Roller. Bis bald.